Schieß, was geht? Heute gibt's ein neues Video und zwar, ja, so eine Art Weekend League Highlights, auch wenn wir nicht die komplette Weekend League spielen, aber wir testen in der Weekend League folgende Spieler, Luis Suarez. Bisher, muss ich sagen, gefällt er mir richtig gut, hätte ich nicht erwartet und jetzt gucken wir mal, was da so abgeht mit. Gehen wir rein, zack, so, und machen vorher aber noch ein Pack auf, weil wir haben gerade die Toti-Zeit und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein mit einem seltenen Mega-Pack und gehen dann in die Weekend League. Ist auf jeden Fall kein Walkout. Das könnte ein 85er noch sein. Wir haben... Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, dann kommen wir zum Team. Das sieht folgendermaßen aus. Und ihr seht's. Es ist nicht jeder auf Fullcam. Also Deulofeu ist nicht auf Fullcam. Ist der einzige bisher. Ich habe mir, wie ihr es im letzten Video nicht gesehen habt, Sergio Ramos gekauft. Und spiel den im ZDM. Ihr seht das hier. Ich habe den gekauft für 2 Millionen knapp. Habe ich einiges an Coins drin. Planungstechnisch, was ich da vorhabe, habe ich auch im letzten Video so ein bisschen erklärt. Also wenn euch das interessiert, dann checkt das auf jeden Fall ab. Müssen wir mal schauen. Das Team bleibt safe, nicht so die nächsten Wochen. Aber jetzt übergangsweise erstmal schon. Wir haben ja, wie gesagt, noch einiges an Packs. Und da kommt ja auch noch ein bisschen drauf an, was man da draus zieht. Ob man da was draus zieht, was irgendwie sinnvoll ist. Ja, wie sieht das Ganze in-game aus, wenn ich Ramos im ZDM spiele? Das sieht folgendermaßen aus. Also taktiktechnisch meistens 4-4-2 aktuell mit relativ ausgeglichener Taktik. Und dann Herrera und Ramos im ZM. Robben Deulofeu außen und Gaia und Suarez im Sturm und dann rückt Kappa in die Innenverteidigung. Was mir auch echt nicht so schlecht gefällt, muss ich sagen. Ja, aber ich habe jetzt auch noch nicht so viele Spiele damit gemacht. Also in der in Division Rivals irgendwie so 6, 7 oder sowas. Und jetzt in der Weekend League haben wir bisher 1 gemacht. Und den Rest schauen wir uns jetzt an. Let's go. Und da haben wir das nächste Team. Que Cristessa. Cristiano Ronaldo, Dybala im Team. Cristiano Offcam, Benyer da vorne. Oh, Boateng. Das ist das erste Aufeinandertreffen mit ihm. Sieht sehr stark aus, auch Neuer am Tor. Da musst du auch erst was reißen jetzt. Lupfer, schade. Und Gaia, schöne Drehung. Neuer, Alter. Was eine Parade von Toti Neuer. Ramos, leider nicht so viel Ausdauer. Deswegen tue ich ihn in der zweiten Halbzeit meistens dann doch in die Innenverteidigung. Aber ansonsten, ja, der ist auf jeden Fall sehr stabil und gewinnt die Zweikämpfe. Und dann dreimal Ausrufezeichen auf der Tastatur. Und Robin. Puh, nice. Klassischer Robin. Und Suarez mit dem Lupfer. Yes. Eiskalt. Eiskalt, eiskalt. Als ob der reingeht, ey. Was? Ultimatives Pack. Wenn da jetzt ein 85 plus ist, dann kriege ich 50 Euro. Da ist die Wette gewonnen. Da ist die Wette gewonnen. Ja, eine 88er Karte. Da kann man nicht drüber meckern. Suarez aus der Distanz. Oh, Suarez. Hohoho. Ich sag's euch, der ist richtig nice, der Spieler. Der ist richtig nice. Sehr guter Ball. Zurück zu Suarez diesmal. Diesmal sitzt da Luis Suarez mit dem 2:0. Ah, mein Gegner spielt jetzt, glaube ich, Pressing. Boah. Gutes Tor von meinem Gegner. Gefährlich, gefährlich. Und Sergio Ramos holt uns hier den Sieg nach dieser Ecke, sehr wahrscheinlich. So, da haben wir meinen nächsten Gegner mit Benyeda, mit... Oh, starkes Team. Starkes Team. Boah, das ist Abseits, oder? Das ist kein Abseits, was? Aber wir bleiben dran, Suarez, Suarez. Ey, der Typ ist frech, ich sag's euch, der ist richtig frech. Eieiei, was war das denn? Kappa.
Ah, oh, das ist frech, ey. Ah, mir fehlt das Glück in dem Spiel, ne? Das war auch jetzt so ein richtiges Lucky-Tor von meinem Gegner. Boah, was eine Annahme. Bisschen verbuggt. Und dann geht der Schuss irgendwie durch den Gegner durch. Na Gegner, was ist da los? Eieiei, dann schießt ja die Kurze. Oh, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Ah, er macht gute Lupfer, der Gegner. Hey, was für 6-3, Mann. Suarez. Boah, der, ey, der, wirklich, was ist das? Was für Moves der hat. Robben, lange Ecke, komm, da geht noch was. Komm, Alessandrini, Alter, was los? Was los? Wie stark war das gespielt? Und Robben? Ja, Mann, 7-6 einfach. Gute Flanke, Attal. Und das sollte die Entscheidung sein. Da holen wir uns das 8-6. Alter, was ist das für ein Ergebnis? Meine Güte, 8-6. Aber am Ende gewinnen wir, das ist das Wichtige. Das ist mein nächster Gegner hier mit Son, Neymar, Marquinhos. Ist jetzt kein so krasses Team, würde ich sagen. Boah, stark von meinem Gegner. Uiuiui. So, und Suarez ist frei durch. Lange Ecke, Suarez. Yes, eiskalt. 1-1. Und Ramos mit dem nächsten Kopfballtor nach einer Ecke. Und Suarez. Ah, nochmal Suarez. Luis Suarez. Ersten geblockt, zweiter dann nicht mehr. Da haben wir meinen nächsten Gegner. Goldteam, interessant. Suarez. Ey, was ist eine Aktion, Mann? Ah. Aber das Spiel hier, also wenn wir das nicht gewinnen, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Schade. Uff. Aber jetzt Deulofeu. Und da haben wir den Rage Quit. Sehr, sehr gut. So, und da haben wir den nächsten Gegner. Class on Grass mit Neymar, mit Cunha. Ja, Rashford in Rot. Nice. Und Standardabwehr. Boah, was eine Grätsche, Alter. Von meinem Gegner. Das war schon stark. Eieieiei. Aber Gaia macht trotzdem einen Ausgleich. Oh, als ob der reingeht, Alter. Neymar. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Ach, hör auf. Ich war doch am Mann.
Suarez. Da ist schon mal das 2:3. Ah, auch der Abpraller kommt zu ihm. Mann. Ja gut, jetzt schwierig. Ja gut. GG. Oh Mann. Das ist nochmal hier der Ehrentreffer. 5:3. Und da haben wir meinen nächsten Gegner mit Diego Armando Maradona und Roberto Baggio. Sehr gut, Deulofeu 1:0. Suarez. Oh, er hat richtig geile Schlenzerschüsse. Und da haben wir auch schon den Rage Quit hier nach 9 Minuten. Das ist sehr, sehr nice. Und da haben wir meinen nächsten Gegner. Neymar, Mbappé am Start. Ja, sehr vernünftiges Team. Oh, was eine Übersicht. Sergio Ramos mit dem perfekten Pass auf Gaia. Und Robben, sicheres Ding. Robben. Mit dem 3:1. So, hier haben wir den nächsten Gegner nochmal mit dem roten Kanté und boah, was? Das ist ein überragendes Team, muss man sagen. Gaia an allen vorbei und Gaia, was ein Solo. Das war gar kein gutes Dribbling, was habe ich mir dabei gedacht? Nein. Nein, 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 nein. Nicht gut. Ja, es ging zu einfach. Und da ist der Treffer von Gaia. Suarez, Suarez. Ja, das war nicht gut. Und Suarez, ja, sehr gut. Suarez. So, und da ist der Rage Quit. Da ist der Rage Quit. Nächster Sieg ist da. Oh, was ist das denn? 3 rote Karten drin. Ekliges Team. Oh mein Gott, was ist das für ein Tor? Oh, Junge. Was ein Treffer, ey. Suarez. Oh. Ah, ist der Anschlusstreffer. So, nächstes Team. Rashford, Neymar, Mbappé. Alle Metaspieler am Start. Gaia, 1:0.
Sehr schön gespielt. Geier. Perfekt. Und Robin. 3-0. Ist ein RTG-Team, ja. Beziehungsweise ein NTTG-Team. Ein No Trade to Glory-Team. Ah, da ist der Treffer von Mbappé. Okay, das wird immer schwitzig hier. So, kommen wir zum Fazit von dem Team. Also Suarez, 21 Spiele, 21 Tore, 15 Torvorlagen. Er liefert voll ab, der Mann. Der macht auf jeden Fall einen sehr guten Job. Ramos im Mittelfeld. Ich glaube, das ändere ich wieder. War jetzt nicht so der entscheidende Faktor, weil er halt echt ein bisschen klunkig ist, trotz eigentlich guter Stats. Aber ja, ist dann manchmal ein bisschen schwierig mit ihm, muss ich ehrlich sagen. Aber war ein interessantes Experiment. Ich würde es nicht empfehlen, ihn zumindest nicht auf der 8. Auf der 6 vielleicht, auf der 8 nicht. Vielleicht kann ich noch mal ein paar Spiele auf der 6 testen. Muss ich mal gucken, 4-2-2-2. Ja, ansonsten, ja, die restlichen Spieler sind bekannt. Alle guten Job gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da, drückt auf die Glocke, abonniert, bla 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 und so weiter. Haut rein.